Birgit, kannst du mal gucken und lächeln? Naja, so ähnlich. Jetzt habe ich zwar nur eure guten Taten. Da sitzt ja noch ein Zwerg mit wehenden in den Haaren. Und jetzt nehmen wir mal ein bisschen gegen. Ja, guck mal da, da, schön, schön. Haben sie schön. Beim Bestrafen gefilmt. Beim Drohen. Ja. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Chloe, happy birthday to you. Hallo, Klone hatte heute Geburtstag und wir haben ihm ein Geburtstagslied gesungen. Es ist nicht dein Piepser. So, der fällt. Warte. Immer wenn es piepst, wird das Piepsen durch den Finger aufgelöst. Thank you.
Dabei haben wir heute gar nicht gefrühstückt. Kann sie heute auch nicht sagen, ein Brötchen hätte es auch getan. Geht ja schon dahin, wo du ihn hinlenkst. Ja, wo? Ah, dann lenk doch neben mich. Der ist ja auch jetzt nicht so schnell, dass er den davon schreitet. Da kann er alles abgucken. Da kann er alles abgucken, außer scheuen. Der Sattel quietscht, so warte ich komme. Da waren wieder drei Töllschritte. Stein. Aber? Wenn wir hier abbiegen, reicht es dem auch schon völlig. Dann biegen wir ab.
weil ich merke, jetzt lässt er schwer nach, ich muss schwer treiben und er soll ja Spaß haben am Reiten. Das können wir beeinflussen. Durch erhöhte Haferzufuhr. Nein. Ich finde, das ist genau richtig. Das brauche ich auch nicht abgucken. Jetzt sind wir beide legal. Du musst laut schreien. Wir sind jetzt beide legal auf dem Weg. Gut. Weil wir haben ja alle keine Eisen. Ja. Ein spanischer Caballero mit seiner Rosita hinten drauf, der wäre jetzt schon nach Untergehengaloppe. Aber okay. Im Standgalopp, im Tellergalopp. Ja, aber das ist ja auch anstrengend. Und so eine gute Mary hinten drauf noch. Und der hätte sich gedacht, scheißegal, ich muss den Dicken machen. Ja, aber da muss ich...
Hier. Gut. Also ich verstehe, dass die eine Glocke haben müssen. Ich verstehe.